Herzlich willkommen bei Sam, Soul and Mind, der 1717 Talk. Mein Gast heute, ein Wiederholungstäter, Ricardo Leppe. Schön, dass du bei mir bist. Ja, hi Sam. Ja, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger und haben auch das ein oder andere Treffen hinter den Kulissen schon miteinander verbracht. Aber ich konnte dich vor die Kamera ziehen und möchte mit dir so ein Potpourri aufmachen oder Kessel Buntes oder wie sagt man so schön. Einmal quer durch den Gemüsegarten des Ricardo. Genau, denn das weiß ich ja jetzt durch unsere Kennenlernphase. Du machst ja viel mehr als nur Bildung. Ja, ich meine, nur Bildung. Bildung ist so ein großes ja, Thema. Gut, nur Bildung ist relativ. Im Sinne von, du bist ja unterwegs, für alle Zuschauer, die es noch nicht wissen, du bist ja wirklich unterwegs im gesamten deutschsprachigen Raum, um zu helfen, das Lernen einfacher zu machen, um ja das vielleicht eigene Schule gründen, ein bisschen mit anzuschubsen und den Kindern vor allen Dingen die Angst zu nehmen vor der Schule, vor Prüfungen und so weiter. Schau, das Leben gehört immer zusammen. Du kannst in der Schule auch nicht Biologie von Physik und Chemie trennen und somit interessiert mich im Leben auch nicht nur ein Thema, ja, weil da gehört ja so viel dazu. Und deswegen haben mich auch einfach von psychologischen Themen vor allem sehr interessiert, vor allem Kinderpsychologie, da gibt es so geile Beispiele dazu, wenn man sich ein bisschen damit auskennt. Mich haben gesundheitliche Themen interessiert, weil du kannst nicht im Kopf voll da sein und der Körper hängt irgendwo hinten runter. Ja. Also jeden Tag viel lernen, aber dreimal McDonald's ist auf Dauer nicht gut, ja. Umgekehrt natürlich auch nicht. Das heißt, jeden Tag dreimal Wildkräuter da draußen, aber der Kopf schaut den ganzen Tag in, weiß ich nicht, gewisse mediale, öffentliche Sendungen hinein. Ist auch nicht ideal, deswegen habe ich mich einfach mit vielen Dingen beschäftigt, von der Astrologie zur alternativen Medizin, zur Astrologie, zur normalen Medizin, zur Biologie, zur Erdkunde, weil ich einfach durch meine Laufbahn, sage ich jetzt einmal, dieses Wissen, was so ein kleines Kind hat, so, hey, hier ist die Welt, hier ist alles zum quasi Erobern und zum Wissen und zum Erfahren, das hat es halt bei mir nie abgetötet. Ich wollte gerade sagen, deine Augen leuchten immer noch, auch gerade jetzt, ja. Weil du so erzählst und wie die Felder so auf. Mir geht es ja ähnlich, ja, so ist es nicht. Darum haben wir auch, glaube ich, eine ganz schöne Schnittmenge. Ich picke heute dann ein paar bestimmte Bereiche raus. Das Thema Wasser zum Beispiel. Mhm. Da haben wir uns auch intensiv mit auseinandergesetzt, also ich im Speziellen für mich. Und du hast dich da auch auf den Weg gemacht, gemeinsam mit deinem Bruder, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ja, genau. Also ich habe mich für Viktor Schauberger, hat sich der Papa schon damals damit beschäftigt. Masaru Emoto ist, glaube ich, auch jedem ein Begriff. Ich habe mit seiner Gruppe in Europa direkt zu tun gehabt. Ich bin in den Schauberger-Archiven Originaltexte durchgegangen und habe mir da die Sachen angeschaut, bin auch dort gut in Verbindung. Weißt du, kennst mich ja überall. Ja. Ich muss dort live hin, ja. Weil mich interessiert nicht diese Illusionswand, die davor geht. Und das hat mir der Freund vom Cousin meiner besten Schwester, Freundin erzählt. Ich will dorthin, ich will das live sehen, ich möchte mir selber eine Meinung und selber ein Bild davon machen. Und ich habe mich einfach nur für mich anfangs ein bisschen damit beschäftigt. Ich habe bei meinen Eltern noch gewohnt als Kind und da war eigene Logisch. Quelle am Berg, ganz oben. Ordentliches Wasser. Ja, wir haben das Problem gehabt, dass wir trotzdem früher Tierhaltung drüber hatten, ja, und die dort gedüngt haben und solche Sachen. Das ist ein bisschen reingesickert. Okay. Und dann bin ich aber in die Stadt gezogen. In eine Senke, in ein Industriegebiet. Und mir war beim ersten Schluck klar, ey, sorry, aber so geht's nicht. Blech, ne, was ist das? Ja? Ich meine, das kennt ja jeder, nimm dir irgendwo aus einer Großstadt ein Wasser und dann geh mal auf so 3000 Meter hohen Berg und trink dort frisch aus der Quelle. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, habe geschaut, okay, was gibt's da so alles, habe mein Wissen so ein bisschen einfließen lassen und wollte ursprünglich zu bestehenden Firmen gehen und habe gesagt, okay, ich zeige euch, wie ihr das verbessern könnt. Ich habe da ein paar Ideen, ja, die gehen echt gut. Du bist 20, was willst du wissen? Verkauf mal 1000 Stück, bevor du überhaupt den Mund aufmachst, Blödmann. Ja, also so Sachen habe ich bekommen. Klar, so aber wie es da draußen dann teilweise läuft. Und dann irgendwann gesagt, du weißt was? Mach ich selber. Ja, brauche ich nicht. Genau. Ich stelle mir das selber auch. Ja. Sag, du, ich bringe das Geld auf, ich bringe Installateure, wir machen das auch selber. Ja. Da waren dann manche nicht sehr glücklich damit, weil ich möchte jetzt absichtlich keine Firmen nennen, aber ich habe dann so 4.000, 5.000 Euro Produkte gezeigt, wie man die sich für 25 Euro aus dem Baumarkt selber zusammenbauen kann. Da waren die nicht sehr glücklich, sind mich auch angegangen, gesagt, stimmt es vielleicht nicht, was ich gesagt habe? Naja. Ja. Du hast denen die Geschäfte kaputt gemacht. Ich habe manchen die Geschäfte kaputt gemacht. Ja. Sorry, es ist so, wie ich bei den Kindern jetzt, ja, den Nachhilfefirmen manchmal die Geschäfte kaputt mache. Sag ich, sorry, bin ich für die Kinder da? Oder beim Wasser bin ich für den da, der was Sauberes haben möchte? Oder bin ich für die Industrie da? Mhm. Und mein erster Tipp ist ja auch immer, sag ich, kauf dir gar nichts. Sag ich, geh wohin, wo das Wasser gut ist. Das ist
immer der beste Tipp. Und egal, was du da reinbaust, ob das jetzt 50 Schauberger Spiralen hat, ja, das wird mit dem, was da draußen die Natur mit den normalen Mäanderförmungen und Steinen macht, nie nachmachen können. Es ist eine Krücke. Und es gibt gute Krücken, es gibt schlechte Krücken, aber es sind Krücken. Mhm. Ja? Und ich hoffe, dass wir in Zukunft das alles irgendwann nicht mehr brauchen. Aber ja, ich habe, bevor ich angefangen habe, Vorträge übers Lernen zu halten, habe ich auch Wasservorträge gehalten, weil ich auch darüber einfach eingeladen worden bin. Aber ich glaube, da hast du Videos auch im Netz schon. Genau. Da können wir einfach mal verlinken. Genau, also ich habe mit meinem Bruder, weil es eben zuerst geheißen hat, hey, was weißt du dazu? Da ging es um neue Verordnungen, die gemacht wurden in Österreich, wo Werte angepasst wurden. Mhm, ja. Wie das auch gerne gemacht wird. Wie es halt so gemacht wird. Dann haben wir ein Video dazu gemacht dann haben die, und dann noch ein zweites, weil so viele Fragen dazu gekommen sind. Aber so wie du gesagt hast, einfach anschauen, dann ergibt sich das. Genau, dann verlinken wir das, weil ich will ja in unserem Kessel Buntes noch ein bisschen weiter pflücken. Dann bin ich ja durch dich auch so ein bisschen auf die vegane Ernährung gestupst worden. Mhm. Ich habe es sehr radikal gemacht. Du hast gesagt, lass mal alles weg. Dann hast du mir auch noch erklärt, wie ungesund mein Kaffee ist, den ich so geliebt habe. Ich habe dich gefragt, ob du es wissen willst. Ja, und weil ich bin ja so wie du. Ich bin ja auch neugierig. Mhm. Und ich möchte auch Erfahrungen machen, und zwar am eigenen Leib. Und habe ich gedacht, gut, ich lasse das mal weg und probiere das mal aus und stelle auch meine Ernährung mal um. Tatsächlich, das Kaffeelose ist mir geblieben. Mhm. Also seit, wann haben wir es besprochen? Ich glaube Mitte Sommer oder Anfang Sommer. Vierteljahr her oder sowas. Ja. Genau. Also das hat super funktioniert, das mit dem Vegan. Ich bin eine schwankende Veganerin. Ich sage nochmal, Vegan hat mit Gesundheit nichts zu tun. Genau, da würde ich jetzt gerne von dir das ein paar Impulse. Das ist ein Begriff, den ich getätigt habe nach draußen, wenn die Leute dann 100.000 Fragen gehabt haben. Sorry, ich wollte nicht mit jedem immer den ganzen Tag diskutieren, was ich dann mache und was ich nicht mache, weil es mir auch egal ist. Ich will nicht missionieren damit, ganz ehrlich, ob du jetzt deinen Kaffee so oder so trinkst. Ich freue mich, wenn es so ist. Wenn es nicht ist, ist dein Körper, ist dein Leben. Ja. Halte ich so wie bei den Religionen, sage ich, bete in deinen vier Wänden an, wenn du möchtest, geh mir nicht auf die Eier damit. Ja. Halte ich einfach so. Und auch beim Essen, ich habe noch nie jemandem gesagt, stell deine Ernährung um. Aber sie fragen mich halt, weil halt gewisse Dinge anders laufen und ich mit meinen Geschwistern auch viel unterwegs war und wir haben die Krankheiten alle nicht gehabt, die alle hatten. Und wir haben alles, was ansteckend ist, nie gehabt und der Papa ist Mitte 60, kein Rheuma, keine Knieprobleme, kein Blutdruck, keine Medikamente, also alles, was eigentlich so gibt, hat er nicht. Und wenn du mit dem mal auf den Berg raufmarschieren willst oder irgendwas Sportliches machen willst, ich wünsche dir viel Spaß. Ja. Ich meine, du hast ihn kennengelernt. Ich habe ihn kennengelernt. Keine gute Idee, ja. Und da sieht man einfach, okay, was geht anders. Und vegan sage ich einfach, weil es geht um das, wie wir einfach erzogen worden sind. Ja, wir sind rein pflanzlich, vollwertig, ohne Zucker, ohne gewisse Fette, ohne Industrie sind wir einfach aufgewachsen. Für mich war es normal. Und ich sage auch immer jedem, wenn du das anders möchtest, dann mach es doch bitte anders. Ja? Und ein guter Freund von mir, der ist mir immer am Nerv gegangen, isst doch endlich dein Steak. Und ich sage, wie oft habe ich zu dir gesagt, iss endlich den Brokkoli? Und er sagt, nie. Ich sage, ja, was sagt dir das? Es geht darum, es soll jeder frei entscheiden können. Aber wenn der eine Weg dahin führt, dass es einem schlecht geht und dass man krank wird damit, dann darf man sich umentscheiden und man darf sich damit beschäftigen, was wurde ursprünglich gegeben. Gibt es das seit Industrie? Hat vielleicht irgendjemand am Weizen ein bisschen rumgedoktert und hat der früher ganz anders ausgesehen? Mhm. Es geht fast immer nur um diesen menschlichen Eingriff. Und es gibt ja auch sehr viele, die sind mit tierischer Ernährung gesunde Zähne, gesund geblieben. Aber sind das die Tiere, die sie hier bei uns verfüttern? Nee, hat mit denen nichts zu tun. Ob du jetzt ein Eskimo bist und dort dir etwas fängst und das vielleicht auch noch roh ist, weil Kochen macht auch nochmal seinen Teil dazu, dann hat das eine ganz andere Auswirkung, als wenn ich da die Sau, die irgendwo totgestopft wurde mit Fressen, Antibiotika und Co. und dir das verfüttere. Das macht einen großen Unterschied. Ja? Und ich sage regional, saisonal und schau, was sind die Ursprünge dazu, was ist geplant gewesen. Und das ist ja auch wie bei den Fetten, wir brauchen Fette im Körper. Aber sind das die Fette, die wir uns zu uns nehmen? Gibt es die so draußen? Wir haben mal ein eigenes Video gemacht, wasserlösliche Fette, fettlösliche Fette. Und gibt es die in der Natur so? Ein schnelles Beispiel, du nimmst dir Oliven in die Hand. Mhm. Und zerdrückst die und zerklatscht die den ganzen Tag. Dann hast du einen gewissen Anteil an Olivenöl in deiner Hand. Das kannst du mit Wasser sofort sauber abwaschen. Und jetzt kauf dir das beste bionative Olivenöl der Welt um 5.000 Euro und gib einen Tropfen auf deine Hand und versuch es mit Wasser abzuwaschen. Geht nicht. Also kann mir keiner erzählen, dass das chemisch das Gleiche ist. Ist so wie die Milch. Manche trinken von den Kamelen die Milch. Ja, die trinken das direkt. Und ich habe dann auch Experimente mal mit Bauern gemacht und die wird ja nur pasteurisiert. Ah, ist alles gleich nach der Pasteurisation. Da ändert sich gar nichts.
der macht, also jeder, der das glaubt, macht folgende Experimente. Ich habe ein paar Bauern, die haben danach aufgehört, Bauer zu sein. Du nimmst eine Mama, eine Kuh, und gibst direkt die Milch dem Kalb. Dem Kalb geht's gut. Und dann nimmst du diese Milch, pasteurisierst sie und gibst sie dann wieder dem Kalb. Das lebt nur noch ein paar Wochen. Mhm. Und wenn mir dann irgendein Wissenschaftler erzählen will, dass das das Gleiche ist, wenn es einmal lebt und einmal stirbt. Also sorry, da bin ich logisch raus. Na ja. Ja, also klar, da kann man noch solche Frage. Studien bringen, geht in meinen Kopf nicht hinein. Ja? Einfach damit beschäftigen. Ist es gedacht, dass wir von einer fremden Spezies die Muttermilch stehlen? Mhm. Ist das überhaupt für unseren Aufbau gedacht? Mhm. Kann dieses Päckchen Milch genauso wie die Brust einer Frau stündlich die Milch anpassen an die Bedürfnisse des Körpers des Kindes? Geht das überhaupt? Ja. Und warum machen wir das überhaupt? Einfach, wenn man da ein bisschen reingeht, wird man draufkommen, okay, und die Erkenntnisse darf aber eigentlich jeder selber machen. Im Grunde geht es dir darum, ja dann nur zu zeigen, schau mal dorthin, so wie du es mit mir ja im Gespräch auch gemacht hast. Guck mal, das und das kann ich dir als Information geben. Prüfe selber, probiere aus. Und ja, entscheide das, selber, ist dein genau, Körper. Genau, ist mein Körper. Ist dein aber Körper, ja? Das möchte ich ja gerne an die Zuschauer mit rausgeben. Genau diese Impulse, wie wichtig das schon ist, was wir uns in unseren Körper reinkippen. Ja? Also sowohl was hier und hier reinkommt, als auch zur Zeit, was kommt hier und hier hinein. Mhm. Macht etwas sehr Großes mit dem Körper. Und wir sehen ja bei uns, Diabetes geht so, Krebs geht so nach oben, alle Krankheiten gehen so nach oben. Also geht der Weg nicht. Mhm. Also das ist einmal das Einzige, wie bei der Schule, wo ich gesagt habe, der Weg ist es nicht. Jetzt hast du gerade schon den Blumenstrauß erweitert. Ja. Das, was hier und hier reingeht, dafür bist du ja gerade absolut mit Herzblut unterwegs, für die Kinder. Genau, ja, was man sich einreden lässt, ob man zu blöd ist für Mathe oder kein Sprachentalent ist oder sonst irgendein Blödsinn. Ja. Ich meine, du kennst Menschen, die sind zweisprachig aufgewachsen, oder? Ja. Oder drei, manche sogar viersprachig. Mhm. Ich meine, ein Mädel gehabt, viersprachig aufgewachsen, die konnte vier Sprachen fließend. Und hat sich dann einreden lassen in der Schule, weil sie Italienisch nicht geschafft hat, sie ist halt kein Sprachentalent. Mhm. Finde den Fehler. Mhm. Wir brauchen nur mal schauen, wir machen es dort hauptsächlich mit Vokabeln und Grammatik. Hat sich dieses, nehmen anderen, glaubst du, hast du dich mit 4 Jahren beschwert bei der Mama? Weil du bist angeblich zweisprachig aufgewachsen und hast gesagt, du Mama, jeden Tag dieses Grammatik und Vokabeln und Nachhilfe und Bücher und Lehrer, das haut mir meine ganze Kindheit kaputt, will ich nicht mehr leben. Nee, natürlich nicht. Ja? Sondern es war irgendwie ein Wohlgefühl, beides drauf zu haben. Ja. Also wir sind jetzt nicht in Dinosaurierland übrigens, das Hecheln da hinten ist ein Hund. Ja, genau, ich hätte es auch noch aufgeklärt. Es ist zu schade, wir haben zu Beginn unseres Videos vergessen, den Kollegen auszuschließen. Ja, also es klingt wie ein Dinosaurier oder sonst, aber es ist ein Hund. Aber du kannst ihn ja rausentführen und wir machen einfach geschmeidig weiter. Also deswegen sage ich, und wir lassen uns das dann einreden und wir machen das genau gegenteilig. Kann man sich mal die Sprachenvideos dazu anschauen? Genau gegenteilig als Mutter mit einem Kind und es funktioniert und dann genau wiederum anders in der Schule. Und dann lassen wir uns einreden, wir sind vielleicht kein Sprachentalent. Mhm. Und ein krasses Beispiel gibt es zurzeit im deutschen Fernsehen. Ich weiß nicht, ob du die Sendung kennst, da Klein gegen Groß. Schon von gehört, ja, also aber da ich fernsehlos lebe. Ich auch seit ewig, aber mir wurde es zugeschickt. Ja. Und da geht es darum, 7-jähriges Mädchen behauptet, ich kann in einer Minute mehr Sit-Ups machen als der beste Profisportler Deutschlands. 8-jähriger Junge behauptet, ich kann öfter mit dem Ball gabeln als Ronaldo. Irgendwie solche Geschichten sind das immer. Und da war ein 9-10-jähriger und der hat gesagt, ich kann schneller die 3. und 5. Wurzel von beliebigen Zahlen bis zu 1 Milliarde im Kopf ausrechnen, als es ein Mathe-Professor mit dem Taschenrechner schafft. Ja, du schaust gerade so ein bisschen so. Ja, ich habe gedacht, hoffentlich fragt er mich jetzt nicht noch irgendwas mit Mathe. Magst du das schnell ausrechnen, oder? Nein. So, genauso reagieren die meisten. Ja, und auch in den Vorträgen, letztens der mir das erste Mal gezeigt hat. Und dann hat es in den Sendungen hat's geheißen und auch in YouTube drunter, oh, so ein Genie möchte ich sein, den Kopf möchte ich haben. Ja. Mathe Deutschland, die Zukunft, das ist der Mann dafür. Und so einer wird nur einmal unter 100.000 geboren und all diese Dinge. Mhm. Und nochmal, es ist eine grandiose Leistung, sich in dem Alter ins Fernsehen zu stellen und sagen, ich kann gegen die Zeit, vor der Kamera, gegen einen Erwachsenen, vor Publikum das schaffen. Das finde ich noch viel schwieriger, wirklich vor Publikum unter diesen Rahmenbedingungen, das vielleicht zu Hause. Also das ist eine grandiose Leistung. Das ist eine grandiose Leistung, aber darum gingen die Stimmen meistens nicht, sondern es ging darum, dass der so ein Mathe-Genie ist und dass nur einer unter x Leuten so geboren wird. Und ich habe eine harte Gegenthese gemacht. Ich sage, es gibt einen unter 100.000, der so dämlich ist, dass ich ihm das nicht beibringen kann. Das kann jeder.
Das kann absolut jeder. Das sind nur bei indischen Mathe-Tricks. Nochmal, Hochachtung vor der Leistung, die er dort gebracht hat. Aber das Rechnen, das habe ich, weiß ich nicht, diesen Kindern schon so gezeigt, dass das so geht. Und ich habe dann in dem Vortrag, weil er gesagt hat, ja, das kann ich nie. Vor allem die Älteren haben gesagt, nein, das schaffe ich niemals. So, du jetzt wahrscheinlich auch, ja? Ja, ja, ja. Und jetzt frag ich mich jetzt bloß nicht. Ja, ja, ich frage dich was anderes. Glaubst du, dass du es nicht kannst oder weißt du es? Hast du es je probiert? Hast du dir je eine Methodik angesehen, vielleicht auch eine außerhalb des deutschsprachigen Raums, wie man die dritte Wurzel von beliebigen Zahlen ausrechnen kann? Also um ehrlich zu sein, habe ich meine Schule ganz brav noch im System absolviert, ja. Bin da so ordentlich durchgeschlittert, wie auch immer, und bin jetzt ganz froh, dass Worte meine Sprache sind. Na, aber ich frag und dich, nicht Zahlen. Aber ich frage dich jetzt noch einmal, weißt du, dass du das nicht kannst? Naja, die Antwort ist ja klar. Natürlich weiß ich es nicht, weil ich es nicht probiert habe. Und du hast aber jetzt schon Angst. Absolut. Und das und wurde gemacht. Und du hast es ganz geschickt gemacht, Ricardo. Na, warte. Du Berufszauber, ich weiß, wie man trickst. Ja. Du musst nicht Dreh's rechnen jetzt, keine Sorge. Ja. Herrlich. Aber das hat das kleine Kind nicht. Mhm. Mit 4, 5 Jahren sagt er, klar, probiere ich. Klein sind doch auch die immer sagen, bei den Zaubertricks kann ich auch. Wenn du kenn mit deinem großen Koffer kommst. Genau, das kenne ich, das kann ich auch. Und auspackst, dann sagen die Kleinsten hier, ich bin's. Und das passiert erst danach, dass man ihnen sagt, was sie alles nicht können, warum sie zu blöd sind, dass sie nicht den Normen passen, quack, quack, quack. Ja. Wichtiger Beiruf, ich mache keine Kinderzaubershows mehr, weil sonst kriege ich wieder einen Bahnfragen. Ich mache nur Erwachsene, bitte, die großen Kinder. Ja. Großgewachsene Kinder. Und dann habe ich denen einfach dort gesagt, ich gebt mir 10 Minuten. Nach 10 Minuten möchte ich euch noch einmal die Frage stellen, ob du dir solche Rechnungen locker zutraust. Es hat niemand mehr aufgezeigt, dass er sich das nicht zutraut. Wow. Und wir machen es nicht live, wir machen jetzt folgenden Vorschlag. Ja? Wir schneiden dann einfach noch einen kleinen Teil rein. Ich zeig's dir nachher. Ja, du wir stoppen bist 10 ja, Minuten mit. Das war nicht abgesprochen. Es ist live on tape hier. Naja, dann würde ich dich nicht live hineinlassen in die ganze Maschinerie. Ja? Und dann darfst du selber entscheiden, ob das so ist oder nicht und ob das nur einer unter 100.000 kann oder ob das eigentlich in jedem Menschen dieses Genie drinnen ist. Mhm. Nur bei dem einen wird es ihm gesagt, dass es so ist oder der kriegt den Trick dazu oder wird einfach ermutigt dazu ja. Ja, und bei allen anderen vielleicht nicht. Das macht einen Riesenunterschied. Damit wir erstmal auf deiner Spur weiter... Ah, siehst du? Genau, jetzt haben wir die 17 Minuten schon und wir fahren noch ein bisschen weiter. Wir zwei beenden das ja nie. Wir müssen das sowieso noch reinschneiden, was noch ja, kommt. Ja, und wir beenden ja sowieso nie bei 17 Minuten. Mhm. Du hast es gerade gesagt, ermutigen. Das, was ja dann deine Mission ist, kann ich das vielleicht sogar so sagen, ist, die Kinder zu ermutigen, an sich zu glauben. Aber vielmehr noch... Die Erwachsenen. Das ist der schwierige Part an dem Ganzen. Die Eltern zu ermutigen, auch andere Wege zu gehen. Ja. Und ich glaube, du suchst... auch nach Menschen, die sich trauen, so krümelweise zumindest etwas zu verändern. Genau. Erzähl mal. Ich sage, nehm die Inhalte, die wir haben. Wir stellen alles kostenlos zur Verfügung. Ja. Würde ich auch verlinken dann entsprechend? Ja, du brauchst doch gar nicht sagen, wo du das her hast oder sonstiges. Nimm etwas, was dir gut tut, was deinem Kind gut tut. Zeige es wiederum jemandem anderen und bring es raus. Und jeder kleine Schritt macht was. Uns muss klar sein, wir sind schöpferische Wesen. Jeder macht etwas und waren immer schon wir. Es waren immer diese kleinen Schritte, die was gemacht haben. Ja. Es steht nur in den Geschichtebüchern ein bisschen anders. Der Papst hat die Kirchen erbaut. Der hat seine Sklaven schuften lassen. Der Feldherr hat 3 Länder erobert. Ja, wie denn ohne Herr? Wenn die Soldaten alle sagen, du, diesen hier, dann schau ich mal an, wie der 3 Länder erobert. Ja? Aber da steht im Geschichtebuch. Und es ist nicht gestanden, dass die vielen kleinen Taten, jetzt selbst wenn es beim Krieg, es waren die vielen kleinen Taten von vielen Menschen. Und uns muss klar werden, dass das immer schon wir waren. Und wir haben auch bestimmt, dass es jetzt so ist und dass das Schulsystem jetzt so ist. Und wir können auch bestimmen, wir machen das jetzt anders. Mhm. Und genau da möchte ich jeden einfach hinbringen. Es geht um die Dezentralisierung dieser Bildungsmacht. Ich, und Macht ist nichts Schlechtes, ich möchte Macht über mich haben. Meine eigene Macht. Genau. Ich möchte entscheiden, gehe ich in die Schule, gehe ich in die oder gehe ich in die oder gehe ich gar nicht hin. Mhm. Weil ich möchte das anders probieren oder ich habe vielleicht eine bessere Idee. Um die Macht geht es mir. Es geht mir nur um die freie Entscheidung bei jedem Menschen auf verschiedensten Bereichen, in dem Fall jetzt beim Bildungsbereich. Genau, und in der Ernährung ist es, was möchte ich zu mir nehmen? Und Genau. Wir kommen jetzt nicht mehr zur Astrologie und was du sonst noch so Schönes hast. Vielleicht gibt es einen zweiten Teil dann von uns.
Auf jeden Fall vielen Dank für diese Impulse. Ich hoffe, es war einiges dabei für meine Zuschauer. Und ich glaube, ich muss jetzt Mathe nachsitzen. Yes. Also mit einem Lächeln für meine Zuschauer. Du. Alles gut, spannend. Es geht gar nicht bei mir, ne? Es geht überhaupt nicht. Oh, 2 mal 2 ist? 4. Genau. Ja, aber ich kann nicht jetzt Mathe machen vor der... Ich krieg schon Panik. Sieht so aus. Dritte Wurzel aus 262.144. Und jetzt macht dein Kopf ganz Gaga, oder? Da geht's den Mathe-Professoren auch mit Gaga im Kopf. Gib mir jetzt die Absolution. Wenn wir den ganzen Tag so verbringen, ist das Ding aus dir raus. Aber ja, passt, wir sind mit dem Beispiel durch. Du hast das gesagt, was ich wollte. Du hast gesagt, ja, ich traue mir das jetzt zu. Ja, jetzt traue ich es mir auch zu. Ja, siehst du. Aber, vorher die Angst war somit unbegründet. Somit wurde sie dir eingesetzt. Das stimmt. Genau. Auf mehr wollte ich nicht den Hass. Das stimmt. So, Dankeschön. Daniel darf dann abschalten.